So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Need for Speed Unbound. Wir sind immer noch mit unserem Aston Martin dran. Also den habe ich mir in der letzten Folge gegönnt. Ja, wir haben zwei neue Autos im Fahrfeld. Ich habe aber ein bisschen getauscht. Ich habe wieder meinen die Corvette verkauft. Und ich habe meinen McLaren verkauft. Weil ich habe natürlich jetzt nach dem letzten Rennen das Auto von ASAP Rocky am Start. Den Mercedes-Benz E190E mit 373 km Höchstgeschwindigkeit. Den möchte ich gerne auch im Grand dann einsetzen. Und den lassen wir einfach, wie so gesagt. Den Aston Martin habe ich dazu gekauft für die Klasse A+. Wie gesagt, dafür habe ich den, habe ich die Corvette eigentlich, glaube ich, eingetauscht, meines Wissens. Weil das ist tatsächlich das beste Auto, was das betrifft, was in dieser Klasse verfügbar ist, laut dem, was Internet raushaut. Deswegen, wie gesagt, das Auto kostet 155.000 Euro oder Dollar, hat Höchstgeschwindigkeit 322 und 600 PS. Ich habe ihn ein bisschen modifiziert, jetzt hat er 620 PS und fährt 325 und damit schon mal ein bisschen mehr Power. So, der hat 691 PS, okay. Und dazu fahren wir dann den Eclipse und den Nissan GT-R. Wie gesagt, jetzt verdienen wir heute zumindest ein bisschen Kohle für das Grand. Wir brauchen 150.000 noch und dann hätten wir das Geld zusammen und ja. Das heißt, wir fahren jetzt Rennen. So, genau. Ich muss rennen. Wir brauchen nämlich noch nicht genug Geld. Wagen benötigt. Warum Wagen benötigt? Ich habe doch alle Fahrzeuge. Warum? Ich hab doch alle Wagen. Ich habe alle vier Klassen. Was willst du denn schon wieder jetzt von mir? Lass mich raten, ich darf die Karre von Meister Rocky nicht nutzen, oder was? Ja, aber warum darf ich die Karre der Stadt? Den Racern, die in unserer Stadt ihr Unwesen treiben, ist meine Botschaft offensichtlich noch nicht angekommen. Heute warum auch? Nacht wird das LPD in höchster Alarmbereitschaft sein. Was auch immer diese Hooligans vorhaben, wir sind bereit. Warum sagt die wir? Als ob die irgendwas tun würde. Kiddo, kannst du dir vorstellen, wie Stevenson in dem Crown Vic angefahren kommt? Ha. Ja, ich muss natürlich ein bisschen. Wir wollen noch ein bisschen Kohle. Wir müssen ein bisschen Kohle verdienen. Aber warum? Was hat der Wagen benötigt? Ich hab doch alle Autos. Ich hab alle vier Klassen. Wir entsenden heute zusätzliche Einheiten zur Verstärkung. Die Racer haben irgendeine große Sache geplant. Also lasst uns den Druck erhöhen. Hey, bald ist das Grand. Hoffentlich bist du nicht mit dem Auto durchgebrannt. Bin ich nicht. Ist schon witzig. Vor einer Woche war das Grand meine Chance, was für meine Crew zu tun und Alec zu zeigen, dass ich die Beste bin. Jetzt ist es eine Lose-Lose-Situation. Yes. Du schlägst dich immer durch. Wir alle haben schlechte Entscheidungen getroffen. Ich habe das Opossum-Nest in der Werkstatt so lange ignoriert. Was? Nichts. Was in dieser Nacht passiert ist, ist ewig her. So einfach ist das nicht. Yes. Was du letztes Mal gesagt hast, dass du nirgendwo hin kannst. Du weißt, dass das nicht stimmt. Wir sehen uns am Start. Was mich gerade irritiert, ist das mit dem Geld. Nein, mit dem Dings. Liegt aber astrein in der Kurve, auf der Geraden. Ja, vielleicht gehen wir nächstes Mal nichts Erfolg als Squint an. Ärger trotzdem, wie gesagt, ich wundere mich, dass der halt wirklich so echt. Guck mal, also Rocky fährt mit seinem Mercedes und ich habe den Aston dabei.
Der Mercedes, den ich ihm eigentlich in der letzten Folge abgenommen habe, der hat eigentlich die Karre nicht mehr. Oder fahren wir jetzt mit beiden, Ja, wir fahren mit den gleichen Autos. Boah, Alter. Wir fahren tatsächlich mit den gleichen Autos. Er ist ein Rocky, fährt mit, dem Mercedes 190, den wir eigentlich in der letzten Folge abgenommen haben. Aua. Das ist er nämlich schon. Ja, kann ich. Wie gesagt, ich habe sogar dein Auto abgeknöpft, dass du eigentlich gerade... Dame, war mir fast klar. Aber der gibt unnormal ab, der Wagen. Ich bin jetzt Zweiter. Wow, der hat 700 Meter Vorsprung? Bitte? Scheiße. Ja. Hauptsache, der hat 700 Meter Vorsprung. Warum? Wo hat er die rausgeholt? Aber du merkst halt, der Mercedes hat übelste Power, also zumindest was die Höchstgeschwindigkeit betrifft. Ja, ich fahre nur ein bisschen gegen die Wand. Ja, versau mir einfach mal das Rennen. Ach Mann, geh mir nicht auf Eier. Mann, ich fahre mal alles mit jetzt, ey. Ja, der ist weg, da vorne, Shimizu. Ist schon durch. Der ist schon im Ziel, aber wie gesagt, das war nicht machbar. Gefühlt, wie gesagt, ist die... Immer 40.000 mit. Die Karre ist ramponiert. Ja, aber man merkt halt, wie gesagt, dass ich damit übelst aufholen kann, aber halt, wenn du alles mitnimmst, gefühlt. Probieren wir es halt nochmal. Wir brauchen eh ein bisschen Kohle. Wie gesagt, wir brauchen die Kohle für das Grand. Was fährst du für ein Auto? Ferrari oder was? Bist du LaFerrari? Give me more memory.
dem Weg. Wir sind wohl nicht allein. Das war nicht mal beabsichtigt so. Unfassbar, dass ich nur so ein bisschen in die Wand fahre. Mann, ich hab dich doch nicht mal berührt. Nee, das ist egal. Du musst meinen Luftzug sperren oder musst du crashen. Ich bin ein LKW-Fahrer. Die fünf anderen interessieren mich herzlich wenig. Du musst weg. Ich hab noch nicht mal was getan. Da sind die zwei. Oh, das war knapp. Wieder Shimizu vorne. Ich weiß nicht, was die finde. Oder die? Ja, doch, die. Wenn ein Auto fährt. Mann, lass mich doch in Ruhe. Ey, ich hab doch nicht mal was gemacht. Ich bin doch nicht mal leicht. Ich bin nur leicht in die Wand rein. Das geht nicht richtig, Adam. Aber wieder ist Shimizu da vorne. Mann, verpiss dich doch von mir. Genau deswegen verliere ich jedes Mal die Rennen. Die schießen quer über die Straße, um dich wegzubrezeln. Sagen, aber die muss irgendwo. Aber Shimizu muss auch einen Fehler eingebaut haben. Irgendwo ist da. Zentrale, einige der Racer kollidieren mit dem Verkehr. Streife ist hier und startbereit. Mist, wir brauchen vier. Streife schließt sich der Jagd an, Zentrale. Ja, Shimizu ist raus. Entweder DNF. Fehler eingebaut. Ich weiß nicht, wo die auf einmal mit dem Auto stand. Wow, die muss ja. Die war ja. Ist denn Fehler eingebaut? Ich meine, ich freue mich. 41,5. Ich nehme es mit. So, jetzt müssen wir noch mit den Kopf ein bisschen spielen. Und dann weiß ich nicht, ob wir schon die Kohle haben fürs Grand. Aber angeblich sagt er ja noch, wie halt braucht ein Auto. Aber ich habe ja alle Autos. Leute, die müssen irgendwo sein. Tut mir ja leid, aber sie sind weg.
fahren wir aber auch eine Scheiße gerade zusammen. Zentrale, ich glaube, ich sehe die Zielperson. Nicht mehr. Aber warum darf ich kein Auto? Warum? Ich habe doch alle Autos drin. Ich habe AA+. Oh Mann! Der hat aber auch. Aber warum? Oder habe ich einen Fehler? Habe ich doch alle Autos drin eigentlich? Auto, Garage aussuchen, rein mit dir. So, wir sind wieder aneinander. Wir brauchen ein bisschen noch Geld. Wir haben jetzt die Hälfte knapp an Kohle zusammen. Aber warum dachte er mir immer noch, ich hab. Der sieht super aus, wenn ich das mal so sagen darf. Deine Chancen stehen nicht schlecht. Auch wenn du den Wagen von Jasmine nicht zurückholst, ist da selbst ein tolles Teil. Ist A plus. Ich hab doch alle Autos. Ich habe doch alle Autos dafür. Und dann sagt er, zählt der Mercedes nicht. Zählt der E190 nicht, dass ich nicht, dass ich das Karren nicht nehmen darf? Willst du mich flachsen jetzt eigentlich mehr oder weniger schon wieder? Liebes Spiel? Verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, natürlich klar. Ich verstehe es nicht. So, gut. Gucken wir mal, was wir noch so haben. Wir müssen ein bisschen noch fahren. Wir brauchen ja noch Kohle, wir brauchen noch 200.000. Ich guck mal gerade, ob ich hier noch irgendwas habe. Hier ist noch ein 64.000er, aber der kostet auch das große O. Das haben wir, glaube ich, letztens schon gehabt. Das Ding. Das ist dieses Mega-Rennen. Wo sie mir dann irgendwann einfach nur alle auf Eier gegangen sind, wo sie mir dann die ganze Zeit in die Karre gekracht sind. Ich erinnere mich ganz, ganz, ganz doll. Was haben wir denn hier? Mit McLaren 570 S-Spider, das ist knifflig. Hier wäre noch ein Auto drin. Aber es würde 64.000 kosten und ich hätte dann nur noch 30. Aber ich habe mir gesagt, mit McLaren 570 S-Spider. Dafür. Den ich auch theoretisch verkaufen könnte, wenn ich das. Was ist denn das für ein Auto? 570 S-Spider. Wagen. Kaufen. Ach so. Ich kann natürlich nicht. McLaren 570 ist Spider. Ich sehe das Auto gerade nicht, aber also es muss.
Ja, warte mal. Ich überlege gerade, sollen wir es fahren oder sollen wir es nicht fahren? Ich muss halt Kohle verdienen, ne? Das gehört. Ich sagte ja, wie gesagt, dass ich noch kein Geld, dass ich das Auto nicht habe. Ich vermute, dass es dein Mercedes ist. Aber warum darf ich denn nicht fahren? Das ist die große Frage. Hier haben wir noch ein Geld wie Heu, A+-Rennen. Das könnten wir theoretisch fahren. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Aber erst in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.